Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Der erste offizielle Season 5 Ingame Teaser von insgesamt 6 Phasen, heute ist Phase 1, ist aufgetaucht. Ich möchte euch jetzt auf dem World's Edge in der Kuppel zeigen, wo ihr den Ingame Teaser findet. Das ist wirklich eine kurze, knappe Geschichte. Ich komme gleich wieder, dann zeige ich euch ein Standbild von der ganzen Geschichte, weil man, ich sage mal, wenn man nicht gerade diesen Teaser findet und nicht gerade Pause drücken kann, weil man ein Gameplay aufnimmt, hat man von diesem Teaser nicht wirklich viel. Es sind wie gesagt 6 Phasen. Ich werde natürlich jede andere Phase als Video euch zeigen. Die nächste Phase soll am Samstag schon kommen, in derselben Form, wie ich euch die jetzt zeige. Vorab schon mal, lasst dem Video einen Daumen da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr auch die kommenden Phasen nicht verpassen wollt und allgemeine Apex Legends Informationen rund um Season 5 vor allen Dingen. Also abonniert meinen Kanal. Viel Spaß jetzt mit dem kurzen Spot und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe da mal was vorbereitet, und zwar das Standbild, was wir hier genau sehen. Das ist eben das, was ich meine, wenn du das einfach mal so findest oder auf der Suche nach dem Teaser bist, hebst dieses, ich sag mal, Handy auf. Du kannst gar nicht so schnell lesen, was da drauf steht, weil wenn man zockt, sieht man es wirklich nur kurz. Was genau sehen wir? Moment, ich mache das hier nochmal weg und zeige euch. Ich habe ja letztens schon mal ein Season 5 Leak Video rausgehauen. Wer das noch nicht gesehen hat, das verlinke ich euch gerne hier. In diesem Video habe ich euch dieses Hologramm gezeigt. Und zwar seht ihr auf der linken Seite das Wraith Labor. So, was haben wir hier gesehen? Wir haben einen kleinen Abschnitt von diesem Hologramm gesehen. Was genau steht hier? Ganz oben steht unterirdische Räume, verbunden Fragezeichen, wo? Und unten steht ebenerdiger Zugang Science Labs, also das Wraith Labor. Mal gucken, Moment, ich zeige euch das nochmal. Und ganz an der linken Seite, ihr werdet jetzt meine Maus hier nicht sehen, ich mache hier einfach mal einen Pfeil rein, ganz links ist dieses ebenerdige oder der ebenerdige Eingang. Ich zeige euch jetzt mal was anderes, denn ihr erinnert euch, wenn ihr das Season 5 League Video gesehen habt, ihr erinnert euch an den Fetzen wahrscheinlich. Ich schiebe das mal nach. Nee, ich muss es hier lassen, denn ich zeige euch jetzt mal, wie dieses Handy auf Englisch aussieht. Und zwar seht ihr oben rechts More Sub-Level Rooms Connection Where. Und das ist der dritte Abschnitt von dem Textfetzen, den ich euch hier gerade zeige. Jetzt können wir nämlich zuordnen, was genau das heißt. Und eine Zeile drunter, die vierte Zeile, steht Ground Level Entry Science Labs. Und das ist das, was auf dem Handy unten links steht. So, jetzt hauen wir das Bild mit dem Handy mal weg. Und wir können jetzt mehr interpretieren, was hier eigentlich gemeint ist. Also, die ersten drei Phasen sollen so eine Phase mit diesem Handy sein. Also, es wird noch zwei weitere Locations geben, wo man so eine Art Handy findet, wo dann genau oben rechts und unten links von diesem Handy wieder so ein bisschen Text steht. Phase 2 steht Electrical Device Check with Jamie. Das soll wohl bedeuten, dass wir die zweite Phase, also Jamie soll wohl der richtige Name von Watson sein, wie ich in Erfahrung gebracht habe. Und irgendwas könnte ich mir vorstellen, ist in Phase 2, was wir mit Watson erledigen müssen. Und es steht weiter More Tunnels Check West Half of Island. Das wird wahrscheinlich so eine Art Tipp sein, wo genau der zweite Spot ist, wo man dieses Handy findet. Und da es sich ja um Map-Änderungen in Kings Canyon handelt, könnte es natürlich auch sein, dass wir eine dieser Phasen auch auf dem Kings Canyon finden. Aber genau kann ich das natürlich nicht sagen. Die dritte Phase, da steht dann Jamie Says Capacitor. Das soll wohl, wenn ich mich nicht irre, Capacitor heißt, glaube ich, Kondensator auf Deutsch übersetzt. Also irgendwas mit Watson, wo sie sagt, dass es irgendwas mit dem Kondensator zu tun hat. Das wird wahrscheinlich ein Tipp von irgendeinem Spot sein. Und dann steht da, how big is this? Und cased the place, dead end, check west. Was auch immer das bedeutet. Dead end heißt eigentlich zu Deutsch Sackgasse. Ich mache das jetzt mal wieder weg. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwas mit Watson in den nächsten Phasen machen müssen. Die letzte Phase übrigens ist am 28. Es wurde zwar gesagt, dass am 24. auch noch ein größerer Teaser kommen soll, der mit Lobat zu tun hat. Jetzt habe ich aber eine Erfahrung gebracht von iLoot Games, von dem ich viele der Informationen habe, dass am 28. in der letzten Phase ein offizieller
Loba-Teaser kommen soll. Wie genau das aussieht, kann ich jetzt aktuell natürlich noch nicht sagen. Lasst diesem Video gerne einen Daumen da. Vielleicht schaffen wir ja mal 300 Daumen. Das wäre, glaube ich, mein neuer Rekord. Also haut auf die Daumen-Hoch-Taste. Lasst dem Video ein Abo da, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich bin auf die nächsten Phasen gespannt. Heute gibt es den nächsten Livestream zum Freitag, falls ihr das Video gerade tagesaktuell schaut. Zwischen 19:30 und 20 Uhr geht's los. Road to 5000 ist weiterhin das Motto. Und am Samstag gibt es auf jeden Fall dann das nächste Video mit der zweiten Phase. Bis dahin wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Und wir sehen uns heute Abend beim Livestream. Haut rein. Ciao.